Ja, heute mal hier aus dem VIP-Bereich. Damit fangen wir heute mal den Zebrastreifenblock an. In der Partie gegen Kaiserslautern. Wir befinden uns jetzt hier gerade in der VIP-Lounge des MSV Duisburg. Also wir, natürlich der Michael und ich. Und wir gucken uns das Spiel jetzt gleich von der Haupttribüne aus an. Sind aber im Vorfeld einmal im Programm beim Stefan Leiden bei Zebra TV. Werden natürlich ein bisschen über unseren Podcast berichten, informieren, vielleicht auch neue Follower gewinnen, denn ihr kennt das Spiel. Liken, abonnieren, kommentieren und. Sind heute Abend dann auch nochmal am Start. Also für diejenigen, die es dann morgen, übermorgen hören. Ja, Montagabend ist Livestream gewesen. Könnt ihr euch im Nachgang nochmal anhören. Also von daher, heute mal eine andere Eröffnung zum Vlog. Und wir hoffen natürlich, dass wir hier gleich noch ein paar Impressionen feiern. Michael, was können die Leute denn gleich noch erwarten hier im Vlog? Also nicht im Spiel. Also es gibt eine exklusive Anfahrt von mir zum Stadion. Das habt ihr wahrscheinlich gerade schon gesehen. Vor diesem... Ja. Was vorgesetzt ist, jetzt weiß jetzt es wird nicht. Der ein oder andere sich denken, haben die noch keinen Plan, wie die ihre einzelnen Nein. Videos zusammen... Nein, Nein haben wir nicht. Wir freuen uns sehr drauf, gleich in der Halbzeit... Eine Halbzeit war geplant, jetzt sind wir doch vorm Spiel beim Stefan Leiden. Und schau mal, wie das Spiel so wird, denn das können wir uns dann komplett angucken, denn wir sind pünktlich wieder auf der Tribüne. Für die Leute, die sich jetzt erst am Mittwoch oder Donnerstag oder Freitag anhören, kommen ja auch nochmal zwei Tipps raus. Und dann wird sich der eine oder andere ja in drei Tagen denken, alter Schwede, was haben die da getippt? Waren die schon so voll? Also, nein, sind wir nicht. Also ich sag mal, das Spiel ist 2-1 ausgegangen. Ich bin positiv. Gut, ich sag 1-1. Wäre, glaube ich, mit dem Ausschwung von Kaiserslautern und je nachdem, was der MSV heute leistet, ja auch nicht komplett verkehrt. Deswegen, ich bin da aber neutral, ich sag mal 1-1. Nach den negativen Erlebnissen der letzten Wochen wäre das könnten mit Sicherheit... Könnten wir auf jeden Fall auch mit zufrieden sein, ja. Kommt ja auch ein bisschen auf die Leistung an, habe ich ja gerade gesagt. Ne? Genau. Deswegen einfach mal Spaß haben in den nächsten Minuten und wir nehmen euch dann mal mit auf die Reise. Wir sehen und hören uns gleich. Bis denn. Ciao, ciao. Auf die zwei eigentlich hört man sie ja nur bei unserem Podcast. Jetzt sind wir uns aber auch endlich mal live bei uns. Jetzt sind wir natürlich auch schon nur, jetzt machen wir auch quasi den Webcast zu erreichen und zu hören. Sie wissen immer noch, wie man hier im Kanal Podcast jetzt in den Geräten konzentrieren wir zu tun, ob wir den Podcast. Herzlich willkommen, Stefan und Michael. Schön, dass ihr da seid. Ja, schön, danke. Was genau hat euch denn dazu bewogen, einen Podcast zu machen? Ja, in erster Linie natürlich die Leidenschaft. Und natürlich darum, dass ich wirklich mit dem Podcast heutzutage traditionell was Regelmäßiges gewinnen kann. Und beides zusammen kombiniert mit dem Buchstaben. Und dann setzen Sie einfach hin und machen das einfach mit dem Handy an und sagen, Rekord geht los. Ja, ganz einfach, dass ich heute ein bisschen Ausrüstung habe, wenn man das gleichzeitig nicht nur bei allen gängigen Podcast-Kanälen, sondern auch bei YouTube. Dementsprechend gibt es da eben auch Kamera-Equipment und YouTube-Mikrofone sind immer ganz wichtig. Das ist auch ein Problem. Das ist auch ein Problem, zu sprechen. Was mich besonders interessiert, ist, dass ich in diesem Medien was aus anderen Medien zum Teil. Also schon so ein bisschen in der Kontrolle bin ich dann schon. Auf der anderen Seite ist natürlich ein Neuland. Wir wussten ja, dass wir da mit dem Thema angefangen haben. Wir haben jetzt vor kurzem einen Aufstieg in die zweite Liga gestartet. Natürlich macht es dann nicht so viel Spaß, jeden Sonntag einzeln zu über YouTube zu sprechen. Ja, aber wenn wir dann auch so Genau.
gelungen. Der Spielaufbau wunderbar über die Sechs. Ja, da haben wir keine langen Parteistandbälle mehr. Ja. Also ein wunderbares Spiel. Ich glaube, war eine Überraschung. Das ist gut gemacht. Großen Applaus von mir und Stefan Brockholzer. Heute hier mit meinem Kreuzer in Zimmer TV. Und an dieser Stelle grüße ich ganz herzlich an die Jungen und heute im Wissen. Kaiserslautern, willkommen in Duisburg. Unser Club, der MSV, und wir stehen für euch im Norden. Denn wir zerstören einen Grund, ja, gibt es einen Grund, MSV, unser Club, denn wir sind Duisburg, unsere Stadt. Den wir gerade in der 30. Minute Daniel Beine gehört haben, mit einer kleinen Taktikanalyse. Zurück jetzt hier in der Halbzeitpause im VIP-Bereich. Michael und Stefan melden sich zu Wort. Und Micha, 0-1, 44. Minute ist Kaiserslautern in Führung gegangen. Kontroverses Ding, einfach von außen eine Flanke rein, Freistoß. Und der MSV sah sehr unsortiert in der Abwehr aus. Ist der Ball ein paar Mal hin und her gerutscht, keiner konnte richtig klären. Und in der Folge, ich möchte jetzt nicht von der verdienten, unverdienten Führung sprechen, aber trotzdem für uns als Duisburg-Fan beschissen gelaufen. Absolut, ein schlechtes Drittligaspiel. Kaiserslautern kommt ja auch eher nicht über Ballbesitz. Dementsprechend, ja, also wirklich kein schönes Spiel. Und Stefan, du hast es auf der Tribüne gesagt, ne? Als der Ball reinflog und nicht geklärt werden konnte, der ist drin, 1-0. Ja. Hoffen wir einfach mal, dass es gleich besser wird. Wir melden uns genau. Sicher gleich nochmal mit ein paar Impressionen und nur der MSV, gucken wir mal weiter. Bis dann. Ciao, ciao. Ciao, ciao.
abschließend jetzt hier im Vlog. Ich möchte gar nicht sagen, bezeichnend gehen hinter uns die Lichter aus. Aber so ist es jetzt gerade gewesen. Also hinter uns der Stadionbetreiber bzw. der Platzwart, keine Ahnung, wer auch immer. Oder die Stadtwerke Duisburg. Die haben mir einfach mal den Strom abgestellt. Nein, Quatsch beiseite. Der Wirt. Der Wirt, genau. Der Deckel geht auf dich gleich. Also 1-1, der MSV holt noch zum Schluss einen, ja, mehr oder weniger auf jeden Fall verdienten Punkt. Mehr oder weniger. Auf jeden Fall verdienten Punkt, ja. Genau. Kolja Push-Element. Belebendes Element. Boah, wie viel Bier haben wir eigentlich getrunken? Nein, Quatsch, Spaß beiseite. Mir fehlen die Worte. Wir haben auch gleich noch Stream, also für all diejenigen, die morgen, übermorgen reinhören, auch nachbetrachten nochmal die große Review bei YouTube und bei Spotify, iTunes, ihr kennt das Spiel. Und ja, abschließende Worte von mir jetzt zuerst und dann von dir. Dir gehört das Schlusswort. Geile Erfahrung jetzt nochmal auf dem Niveau heute. Wir waren heute bei Zebra TV. Der Michael hatte das Ganze im Vorfeld eingespielt. Stefan Leiben, Piet Ahrens waren wir da zu Gast. Haben wir auch in dem Vlog hier schon das eine oder andere jetzt gerade zur Verfügung gestellt. Also ich hoffe oder wir hoffen, euch hat es gefallen. Konnten euch ein bisschen hinter die Kulissen mal so mitnehmen. Und wir haben vielleicht mal den einen oder anderen neuen Follower oder anderen Abonnenten. Insgesamt war es ein tolles Erlebnis, hat Spaß gemacht. Der MSV hat zumindest in der zweiten Halbzeit nochmal bewiesen, dass er es kann, dass er eine neue Marschroute vorgegeben bekommen hat. Und ich glaube, insgesamt lässt uns das alle vielleicht wieder ein bisschen positiver in die Zukunft blicken, als wie es noch vor zwei Wochen war. Deswegen, alles wird ja meistens nicht so heiß gekocht, wie es ist. Und von daher, vielen Dank an dich nochmal, Micha. War toll heute Abend hier. Der Simon war am Start, der Daniel. Wir haben ganz viele tolle Leute hier gesehen und kennengelernt nochmal darüber hinaus. Bevor ich jetzt hier zu lange laber, ich gucke schon auf die Uhr, fast 2 Minuten. Hast du jetzt noch 2 Sekunden? Nein, 10 Sekunden, 20 Sekunden. Gib einfach Gas. Vielen Dank und ciao, ciao. Also schönen Dank nochmal, Stefan Leiven. Ne? Danke dir nochmal, dass wir das hier heute hinbekommen haben. Hat echt Spaß gemacht mit euch beiden, Piet und Stefan. Und an alle MSV-Fans, wir kriegen das hin. Gehabt euch wohl. Ciao, ciao.